Jupp, das bin ich, Cisco. Aber ich bin heute gar nicht alleine. Bei mir ist mein bester Kumpel. Ich bin der Lenny und ich habe so einen kleinen Pimmel, dass ich in 5M modde. Einsteigen jetzt. Nicht mal Mühe, was soll das? Oh, ich. Wer ist das? Wer ist das? Oh mein Gott! Es geht niemals. Ganz hinten sind die. Machst du rot, ich mach gelb? Nehme ich alles pink oder was? Ja. Okay. Perfekt. So, Dali. Wir sind jetzt Admins. Oh, okay. Yes. Oh. Beef. Komm, Beef. Der schießt den. Power-RP. Power-RP. Ja? Power-RP. Hallo, stopp, stopp, stopp. Das ist Power-RP. Was soll die Scheiße? Ey, Junge, wollt ihr mich wieder verarschen, Digga? Das ist dasselbe. Jetzt seid ihr richtig. Was soll denn das jetzt? Das ist Power-RP. Was soll die Scheiße? Ja, lasst die armen Leute doch einfach laufen. Ihr könnt die doch nicht hier hinknien lassen und einfach wegknallen. Nein, tun wir ja nicht. Was ist denn hier passiert? Was genau haben sie denn gemacht? Ja? Also, ihr gesteht ein, dass ihr was falsch gemacht habt. Ja, also passt auf, wir lösen die Situation jetzt hier einfach auf. Ja, lasst die gehen. Was war darin jetzt falsch? Nee, es ist einfach, das könnt ihr nicht so machen, das ist ja absolut Power-RP. So, also ihr sollt einfach nur was sagen und danach könnt ihr laufen, Digga. Nee, ich möchte jetzt hier auch nicht diskutieren. Ja, aber das ist. Nein, ich werde jetzt hier nicht diskutieren. Also, die hier steht einmal auf vom FIB. Also, das geht sagen, jetzt einfach weg. Das darf man nicht. Ihr fahrt jetzt einfach bitte weg, okay? Nein, ihr müsst mir schon sagen, was daran Power-RP war. Ist haben wir doch. Dass ihr das nein, habt ihr nicht. Nimm mich mal hoch. Wir gehen einfach in No-Clip. So, was daran jetzt falsch? Alles klar, ihr wisst Bescheid, ja? Später. Ja, Digga, bestes Team. Jo, tschüss. Jetzt gehen wir zurück. Supportentscheidungen werden nicht diskutiert oder so. Ist so. Jungs. Ja. Supportentscheidungen werden nicht diskutiert. Ja, wir haben das letzte Wort hier. Ja, komm, lass mich. Ja, dann geh doch einfach, hä? What the fuck? Tschüss. Wir haben den gerade den Nachmittag. Das war Highlight des Tages. Ja, einfach weg jetzt. Haben wir gerade kaputt gemacht. Sorry. Und die beiden FIB, ja, die freuen sich gerade so safe. So. Aber was macht der hier? Geht der hier einfach aufs Anwesen oder was? Das ist seins bestimmt. Entschuldigung, hallo. Hallo. Ist das hier dein Anwesen? Nein, schon. Was machst du dann hier? Das ist Fader-P, was soll das? Ach so, kannst du nicht einfach rumtrollen oder was? Das geht nicht. Okay, was steht das denn jetzt? Was passiert das denn so? So. Hey, tschüss, dafür nehmen wir dein Auto mit. Tschüss. Hey, steig mal aus dem Auto. Ich mach das einfach weg. Ich lösch das einfach. Und ich wollte einfach nur mal gucken, so wegen Nostalgiegründen. So. Ja, Nostalgie hin und her gibt's hier nicht. Dafür werden wir das Auto jetzt entfernen. Wie, hä? So, ja, weg. Boah, was sind das denn für Filme? Das ist doch voll übertrieben. Nee, nein, das ist An-RP. Das ist An-RP. Du darfst hier nicht einfach so auf das... Nein, tschüss. Wie, Alter, was ist das für eine... Wo man kann schon mit denen reden, Alter. Was ist das? Junge, der ist richtig sauer, ist richtig wütend. Er redet Discord. Er redet Discord. Mach mal einen Nuklet weg. Hallo, reden Sie hier gerade im Discord? Was soll denn das? Nein, hallo. Bitte das Mikrofon stummen, ja? Dankeschön. Nächstes Mal das Mikrofon stummen, sonst müssen wir dich leider für eine Woche entfernen aus diesem Projekt. Dankeschön. Weg hier, weg. Weit weg. Hallo, stopp, nein. Stopp. Anhalten, nicht abheben. Kannst du das einfach entfernen auch? Was ist denn das hier für ein illegaler Gegenstand? Wo haben sie denn her? Habe ich auf dem Flugplatz gekauft. Seit wann? Wann haben sie den gekauft? Gestern. Ja, es gibt seit heute eine neue Regelung, dass wir so Fahrzeuge leider nicht mehr akzeptieren hier im Projekt, ne? Weiß Bescheid. Ist illegal auf dem Start. Hallo. Bitte nicht nochmal kaufen, krieg ne? Krieg ich das Geld zurück wenigstens? Ja, du kannst mir Arsch lecken, nö. Geh mir nicht auf den Sack. Tschüss. Warte, einfach bleiben. Warum beleidigst du? Was für die einfach los? Einfach bleiben. Ja. Er ist richtig fassungslos. Er weiß gar nicht, was los ist. Jetzt packt er das nochmal aus und dann kommen wir nochmal. 20 Minuten später. Oh, das ist der von gerade. Oh, nee, komm, nee, wir nehmen dem das Auto weg, doch? Dann sagen wir jetzt, das Auto ist auch illegal. Okay. Ach so, guten Tag, der Herr. Hallo? Ja? Ja, steigen Sie mal bitte aus. Was soll denn das? Wir haben Ihnen doch gerade gesagt, es herrschen seit heute Morgen neue Regelungen in diesem Staat. Was denn für Regelungen? Ja, Fahrzeuge sind einfach verboten. Können Sie nicht mehr nutzen. So, tschüss. Warte kurz. Leute, was war ich los? Wollt ihr mich hier nerven oder so? Jo, Bro, musst du irgendwo hin? Hast du nicht mitbekommen? Fahrzeuge sind nicht mehr erlaubt hier auf der Stadt. Das ist ein Erdbeer. Komm, wir machen dem das auch weg, oder? Wirklich? Komm, wir machen dem das auch weg. Hallo, stopp, der Audi-Fahrer. Einmal bitte aussteigen. So, was soll denn das? Raus jetzt. Ja, seit heute Morgen herrschen neue Regelungen auf diesem Staat. Fahrzeuge sind verboten. Dann diskutieren wir auch nicht jetzt weiter, ja? Tschüss. Tschüss.
Was? Blü, nein, nein! Was? Warte, das ist. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Die rufen jetzt safe den Supporter. Das ist auch gut! Oh, 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 oh! Perfekt. So, bitteschön. Das sind die neuen Fahrzeuge auf diesem Start, die wir jetzt erlaubt haben. Können Sie sich teilen, ne? 50-50 machen. Jojo, danke, Jungs. Tschüss. Tschüss. Ja, ich mach lieber eine Handyaufnahme. Ich hab mal eine Handyaufnahme wieder gemacht. Oh, oh nein. Scheiße. Scheiße. Nee, das geht nicht. Dann nehmen wir dem das wieder weg. Wirklich? Das geht nicht. Stopp, 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 stopp. Aussteigen. Aussteigen, los. Was soll das? Was für Handyaufnahme? Da, hallo, stopp. Die Herren, einmal aussteigen, bitte. Raus aus dem Fahrzeug. Aussteigen jetzt. Los. Mach das weg, mach das weg, mach das weg. Seit heute Morgen gelten neue Regelungen auf diesem Start. Autos sind nicht mehr erlaubt. Tschüss. Nein, warte mal hier, warte mal hier. Ja, das sind Mörder gewesen. Ja, ja. Hey, yo, Bro. Hey, yo, Oh, oh, au, hallo, hallo, stopp, 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 hallo, was soll denn das? Aussteigen, aus, absteigen einmal bitte, stopp. Wissen Sie nicht, was Sie hier gerade gemacht haben? Das ist An-RP, das ist Fail-RP. Was genau? Ja, mit dem Motocross hier über die ganzen Berge zu fliegen, was soll denn das? Welche Kannst du despawnen? Nee, also das geht so nicht. Wir werden das jetzt einmal konfiszieren, ne? Dann können sie laufen. Ja, was, gibt's da was zu diskutieren? Willst du das in Frage stellen, als unsere Entscheidung oder was? Hä? Ne, alles gut. Ja, gut, besser ist. Bescheid, ja? Wie heißt die denn? Ist uns zu privat. Tschüss. Okay, tschüss. Das ist gerade eine sehr peinliche Situation. Da entfernen wir uns wieder, ne? Tschüss. Was? Was hast du gesagt? Was? Stopp, stopp, zurück, zurück. Willst du sterben? Wie heißen wir? Was? Wer ist das? Wen? Weiß ich nicht. Alles gut. Weißt du, was du jetzt sagst? Stopp, komm mal her. Hände hoch. Abonniert Cisco G auf YouTube. Er sollte das noch sagen. Mann. Ach, der soll das sagen? Ach so, das hab ich nicht mehr mitbekommen. Fährt er da mit dem Auto auf Schienen? Hallo, stopp, Snox, einmal anhalten bitte. Stopp. Ach, Mann, Leute. Einmal aussteigen. Lernt ihr es nicht, oder was? Komm, aussteigen, bitte. Hast du irgendwie hier, ist das eine Eisenbahn, oder was du da fährst? Eine Eisenbahn? Ja. Nee, wieso? Ja, warum fährst du dann auf den Schienen rum? Achso, ja, das tut mir leid. Ja, das geht so nicht, ne? Ja, ich hab's vergessen, tut mir leid. Wie spawnen war das Auto? Ja, ich hatte das vergessen. Ja, weißt du, was jetzt die Strafe davon ist? 3 Tage? Nee, kannst laufen. Wollen wir dem was irgendwie machen? Ja, das, den Heli wegnehmen. So, stopp. Was war das hier eben? Ja, was war denn? Ja, was war das hier eben? Ey, wir suchen nur den Koksverarbeiter. Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Ja, vorhin habt ihr da einen Typen in der Stadt umgerotzt. Was soll denn die Scheiße? Der kam hier mit dem Clip in Support und der ist jetzt voll am Heulen. Der weint uns hier die Ohren zu. Der ist 12 oder so, der weint. Findet ihr das gut, einen 12-Jährigen zum Main zu bringen? Das ist eure Mission, oder was? Wann war das? Wollt ihr, dass wir euch die Frack auflösen, oder? Nein, also ich schwöre. Der weint. Willst du dazukommen? Willst du den weinenden Jungen beruhigen? Ja, dann. In Support oder was? Ja, geh mal. Dann komm ich in Support. Ja, geh. Support. Wie heißt du auf Discord? Montes Glied. Wie? Montes Glied. Wie? Montes Glied. Sag nochmal bitte. Montes Glied. Kannst du langsam sagen? Montes Glied. Ich finde dich nicht buchstabieren. Hä? Montes Glied. Alles klar, ich wollte nur, dass du Glied buchstabierst. Ist okay, kannst weitermachen. Tschüss. Montes Glied. Buchstabier mal bitte. Oh fuck, das ist gut. Mann, gebt euch doch einen ordentlichen Discord-Namen. Wie kommt man denn auf den Namen, hä? Okay. Oh, wo sind wir? Oh. Die machen, glaube ich, einen Laden drauf. Wir können einfach mal das Auto wegmachen und gucken, was sie sagen. Ja? Ja, machen wir. Jo, alles klar. Dann wollen wir hier warten. Ach, ja. Mann, Jungs. Wie oft müssen wir euch das noch erklären? Was passiert? Was hat er gerade gesagt? Er ist wo? Wo bist du? Gedanklich unterwegs. Wo bist du? Gedanklich unterwegs. Bitte nochmal? Gedanklich unterwegs. Also du merkst es nach dem dritten Mal immer noch nicht sagen? Sea Talk ist verboten. Jo, alles gut. Er ist neu hier, ja. Ja, will ich hoffen. Ja, der ist gleich gar nicht mehr neu. Das war gleich neu. Was hat sich denn erledigt mit ihm? Jo, vielen Dank für eure Nachsicht. Jo. Sie sehen ja, mein T-Shirt glitscht hier rum. Wo kann ich das denn beheben, den Bug? Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit Glitch meinen, aber... Ja, das sehen Sie das nicht? Schauen Sie sich das mal an, das guckt da voll durch. Das ist ein Spielfehler, sehen Sie doch. Können Sie das irgendwie... Können Sie mir sagen, wie ich das beheben kann? Ja, das ist ein Spielfehler auf dem Server hier, wo wir sind. Der Herr, ich habe eine Frage. Ach, verzieh dich. Nein, warten Sie.
Ja, dann sag doch, Alter, willst du mich hier veräppeln oder was? Nein, ja, ich brauche Geld auf diesem Server. Wie verdiene ich denn Geld? Was? Ich muss, ich muss später noch arbeiten gehen. Ich muss schnell an Geld kommen irgendwie, um mir hier ein Auto zu kaufen. Ist ja nur ein Spiel. Was ist denn Server, wenn ich dich fragen darf? Das hier ist doch nur GTA Online hier. Ja, Entschuldigung, wie komme ich denn jetzt an Geld in GTA Online? Ich kann mir ja keine Karten hier kaufen für echt Geld. Das geht doch gar nicht. Ich frage doch nur, wie ich an Geld komme. Ich kann mir doch keine Shark Cards kaufen. Das geht nicht. Ich wollte dem eine Pistole abkaufen. Entschuldigung, ich wollte ihm eine Pistole abkaufen. Der Entschuldigung, der Herr, ich wollte Ihnen eine Pistole abkaufen. Ich habe das Gespräch gerade mitbekommen. Steigen Sie ein jetzt. Nein, nein. Doch. Ja gut, dann fahren wir wieder. Tschüss. Warte, gibt es Free V-Bucks? Ja, Junge, du bist deine Free Kugel, wenn du nicht einsteigst, Alter. Sieh mal zu. Warum, einsteigen jetzt. Einsteigen, was knallt, Junge. Ich bin neu eingereist. Erstens, ihr dürft keinen neu eingereisten Erich als Geisel nehmen. Bitte? Ich glaube, wir müssen mal kurz in den Spezialtunnel fahren. Ist das eure Geheimhütte hier? Das ist unsere Geheimhütte, richtig. Komm, steig mal aus. Einmal aussteigen. Ja, komm mal mit. Hände hoch jetzt. Komm her zu mir. Ja, was soll das? Warum beleidigst du uns einfach? Ein Grund, welche Beleidigung wir entspannen darf. Was beleidigst du? Nee, du hast uns doch eben beleidigt auf der Straße. Was soll das? Das kannst du nicht einfach so machen. Junge. Das kannst du nicht machen, das geht nicht. Klappest du, Junge. Ja, du hast mit den falschen Leuten dich angelegt. Ich hab dich gar nicht beleidigt. Ich will gewandt. Ja, nicht mal. Next. 50, Alter, hier mit meinem Chef. Next mal nicht so frech, klar? Ey, ich will zu euch gerne, wenn es geht. Ja, okay. Okay, es gibt ein Ritual, wie du bei uns mitmachen kannst. Ah, okay, gut, sehr gut. Ich kann auch mit dir. seit wann können denn tote Leute reden? Tschüss. Tschüss. Das Ding ist halt, wenn die so salzig werden, dann der wollte klippen, ne? Warte mal. Ich starte kurz mein OBS, damit ich das klippen kann. Am Arsch, du hast uns beleidigt, du Wichser. Ja, ich hab einen Clip, ich wollte sagen. Siehst du? Ich wurde irgendein Dachmann heute töten, da wo ihn keiner findet. Wurde ist Supporter. Hallo, was soll das? Du bist am Boden. Jetzt hat er sich gemutet. Oh, scheiße, ich hab genau gemerkt, was er gesagt. Entschuldigung, der Herr, wollen Sie. Hallo? Das Maul. Hä? Hallo? Mal, hey. Das ist eine Beleidigung, was soll denn das? Ey, Salzgott, verpiss dich mal. Was? Hä? PSG mit einem Dreckswagen, Mann. Hey, bist du dumm? Was für Salzgott? Wer ist Salzgott? Was soll das? Oh nee, Salzgott, stimmt. Yeah. Oh nee, Digga. Bitte fahr weg einfach. Hä? Er wollte sterben oder was? Ich geb mir ja nicht mal Mühe, was soll denn das? Ja, nee, was soll das? Salzgurt. Hast du noch deine Knarre? Bist du los? Salzgurt. Digga, Salzgurt, jetzt tu nicht so. Was für Salzgurt? Ich geb mir ja nicht mal Mühe. Ich hab die öfter geschrien, Digga, und du antwortest einfach nicht. Voll ehrenlos. Ja, ach, die Nein, hören Sie auf jetzt. Schnauze. Wir müssen die hier irgendwie umbringen. Wir müssen die irgendwie entsorgen. Salzwort, bitte nicht. Wenn wir schon hier oben sind, nein, das kann nicht gut enden. Nein, nee. Was soll das? Sie haben uns als Hurensohn beleidigt. Das geht nicht. Das war nicht ihr, das war der Kollege. Der möchte sterben. Salzwort, oh, bitte nicht. Komm, Salzwort, gib ihn bitte. Ja. Hallo, ich sitz vorne. Nein, ich sitz vorne. Aussteigen jetzt. Ich sitz vorne. Du musst mitfahren. Ja, hinten. Ey, okay. Hallo, okay. Hallo, okay, alles klar, dann so. Hey, sie sind tot, sie können gar nicht reden am Boden. Oder die Hände oben. Oh, der Herr, hallo? Hallo. Ja, bitte. Warum haben Sie die Hände da oben? Ja, ich bräuchte jemanden, der mich vielleicht zur Garage fährt. Wir fahren Sie zur Garage, komm, steigen Sie vielen ein. Vielen Dank. Ja, nicht mehr beleidigen das nächste Mal, nicht so frech. Man hört ihn die ganze Zeit tippen, der tippt die ganze Zeit. Ja, ich sehe ihn, da liegt er noch ganz gemütlich. Bisschen Abwechslung, kann er nicht. Ah, warte mal, das ist ein Medic. Medic. Der sucht die. Der sucht die. Deswegen fährt er hier rum, der findet die nicht. Moin, suchen Sie hier einen Verletzten? Ja. Ich mach mal das Kennzeichen. Kannst du da draufschreiben, was du willst? Ja. So? Perfekt. Die haben AP-Pistolen. Ganz schnell weg hier. Oh, nee, ganz schnell hier weg. Warte. Nein, nicht schießen. Nein, stopp. Kannst du einfach weg. Einfach weg. Aussteigen oder wir schießen. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Was fährt ihr einfach aufs Barrio? Wir wollten uns bewerben. Wir wollten mit. Wir sind hier erstens nicht beim PD, das heißt vorstellen. Zweite Sache, ihr parkt nach vorne. Wir haben das Auto geklaut. Ja, das interessiert als mich. Als kleines Willkommens. Als das ist unser Hilfe. Geschenk an Sie. Wir brauchen keine PD-Autos, wir hassen die PD. Ja, wir auch. Deswegen haben wir es ja geklaut. Wenn ihr hier ankommt, dann parkt ihr da hinten. Was meinst du? Was hast du vorher so gemacht? Zweite Sache, ihr wartet auch nach vorne und parkt anständig und kommt hier nicht hoch. Ihr wisst schon, dass wir euch eigentlich wegschaffen könnten, ne? Entschuldigung, der Herr. Ich habe eine Frage. Können wir kurz noch beiseite gehen? Das ist ein privates Ding. Ich muss mal einsteigen. Tschüss!
Hallo. Hallo. Guten Tag. Ach, ich glaube, Sie sind gerade im Kopf, ne? Dann nehme ich Sie doch direkt mal mit. Das geht so hier nicht. So machen wir das nicht. So, da wären wir. Ja. Erster. Ja, hallo. 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 Gut, dann viel Spaß noch, ne? Tschüss. Guck mal, ich kann einfach deren Autos wegmachen. Und dann, oh, das ist eine gute Idee. Ich mach einfach deren Autos weg und dann machst du einfach die Reaktion von denen. Okay. Oh, die hatten bestimmt voll viel im Kofferraum und so. Oh nein. Oh, so. Guten Tag, die Herrschaften. Hallo. Hallo. Moin. Wir haben unser Auto verloren. Können Sie uns vielleicht mitnehmen? Ach du Scheiße. Meins ist auch weg. Oh nee. Hier ist es auch weg, oder was? Ja, was ist denn passiert? Sie wollen was? Was wollen Sie? Westen kaufen von uns? Ja, also ich suche welche, die verkaufen. Ja, zufällig verkaufen wir Westen. Wir haben den ganzen Truck voll. Wollen wir das vielleicht woanders besprechen? Hier sind mir ein bisschen zu viele Menschen. Ja. Haben Sie zufällig auch illegale Sachen im Angebot? Jetzt gerade noch nicht. Das dauert ein, zwei Tage. Ich bin gerade erst wieder dabei, mich aufzubauen. Ich will. Ach so, aber generell in ein, zwei Tagen haben Sie wieder illegale Sachen im Angebot, safe, oder wie? Safe. Langwaffen. Sind es Langwaffen? Ja, und Drogen? Ja, ich. Das finde ich auch. Ja, komm ruhig, komm. Sie verkaufen auch Drogen. Vielleicht. Sie verkaufen Drogen? Nein. Haben wir Sie haben es falsch verstanden. So, dann sind Sie jetzt offiziell festgenommen. Ich bitte Sie sofort in diesen Wagen einzusteigen. Jetzt. Aber warum macht ihr so Filme, ja? Ich wollte nur Westen kaufen. Einsteigen, los. Fahren den jetzt einfach an SG und setzen den da raus, okay? Doch, Sie wollten mir Drogen verkaufen und Langwaffen verkaufen. Das geht nicht. Doch, haben Sie gesagt. Sie haben mich gefragt, ob ich das vielleicht in zwei Tagen was klären könnte. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei? Ja. Soll nicht so viel labern hier. Haben Sie irgendwas dabei, was illegal ist? Wieso reden Sie so frech mit mir? Aber bitte genau, ja? Ja, Sie haben das vielleicht zu schweigen, alles, was Sie sagen können, bevor ich gegen Sie verwende, wenn Sie das sagen, wenn ein Anwalt sagt, hallo, können Sie das nochmal deutscher sagen? Nee, kann ich nicht, ja. Herr, wie also, ich sag mir das ganz ehrlich, wir sind so eine Spezialeinheit und wir müssen gar nichts. Wir müssen gar nichts. Du musst mir mein Recht deutlich wir vorlesen. Wir müssen gar nichts. Wir sind von einer Spezialeinheit, ja? Und ja? Wenn ich das nicht möchte, dann muss ich das nicht. Okay. Habe ich Ihnen gerade gemacht und wenn Sie nicht zuhören, dann sind Sie selber schuld. Folgendes. Folgender Sachverhalt, ja? Also, hören Sie mir zu. Okay, aber deutlich. Ob Sie mir zuhören? Ja, deutlich, aber sagen bitte meine Rechte. Ich sag hier gar nichts deutlich. Ich habe Ihnen das vorgelesen, wenn Sie nicht zugehört haben, wäre schön. Sie kennen aber die neuen Regelungen, das neue Strafgesetzbuch hier im Staat, kennen Sie? Die brauchen mit sowas nicht anzukommen. Ja, das Verkaufen von Drogen und Langwaffen, vor allem an Neueingereiste, das wird mit 500 Stunden bestraft, das wissen Sie, ne? Nein, das weiß ich nicht. Gut, jetzt wissen Sie es. Aber könnten Sie mir denn bitte freundlicherweise meine Rechte ordentlich vorlesen, damit ich das auch höre? Nicht? Nein. Ja, halt's Maul, du doof, Alter. Du doof? Was? Sehr grammatikalisch so nicht korrekt, ne? Das wissen Sie auch. Können Sie nicht machen. Grammatikalisch ist korrekt. Du kannst mal adäquat am Arsch lecken, du Hampel. Also, das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Also, Beamtenbeleidigung kommt dazu, da machen wir mal schnell 600 draus, ne? So, aussteigen jetzt, aussteigen, aussteigen, raus jetzt, aussteigen, aussteigen, aussteigen jetzt. Kollegen, steig aus dem scheiß Wagen aus. Ja, warten Sie doch kurz, mein Bein ist eigentlich. Nein, raus jetzt. Ja, warten Sie doch. Raus. So, nehmen Sie den mal fest. Der verkauft Drogen und Langwaffen. Crime Investigation Division. Ich hab nicht verstanden, wer sind Sie überhaupt? Im D-Funk. Gucken Sie im D-Funk bitte. Man hört nichts. Alles klar. Wir können uns jetzt unsichtbar machen und gucken, was Sie mit dem machen. Okay, machen wir. Okay. Okay. Dann auf einmal locken die mich von dem Westenfeld weg. Perfekt, und dann fragen die mich, ob ich irgendwie Drogen verkaufen würde oder so illegale Sachen klären könnte. Da habe ich gesagt, nein, zurzeit nicht, aber vielleicht in zwei, drei Tagen. Und dann nehmen die mich einfach fest, mit welcher Begründung. Bitte. Wer sind denn die beiden Herren? Von wem weiß sind ich denn? Nicht, keine Ahnung, die nehmen einfach fest. Alles gut, ich weiß schon. Lesen mir nicht schon meine Rechte vor, was soll das? Ja, Rechte kann ich in Ordnung vorlesen. Nee, das geht so nicht. Ich schwöre, was ist das denn hier? Ich bringe sie mal zu meinem Vorgesetzten. Der wird so geschlachtet. Jetzt steht er hier doof, ne? Warte, ich muss noch meine Stimmreichweite. Soll ich mal provozieren mit 3 Meter? Nein. Ich will. Ja, du Hund, nächstes Mal bist du nicht so frech, ne? Hier, Rothaariger, was soll das? Wie, Hund, Alter, wie redest du mit mir? Mütig. Warten Sie kurz hier. Ey, Junge, Alter, wieso redet ihr so mit mir? Ah, denkt ihr das? Was ist das hier für eine behinderte Scheiße? Hä? Warte. Du Rothaariger, nicht so frech. Mütig. Wer sagt das? Jetzt wieder. Ey, Bruder, ich höre die ganze Zeit irgendeinen komischen Funk oder so ein Reden. Ja, ist das der Typ? Ja, genau. Und haben jetzt gesagt. Jetzt lassen Sie doch mal den PDler ausreden. Babbeln Sie dem nochmal rein, kriegen Sie eine höhere Strafe. Haben Sie mich verstanden? Also, ich kriege auf jeden Fall schon mal eine Strafe. Und haben gesagt. Hat schon bei keine Langwaffen dabei. Die haben mich bei keinen Tausch von Drogen
gefangen bei keiner Dealerei und dann auf einmal packen die mich einfach ein. Ich steig mit ein. Okay, fein so. Auf einmal drohen die mir 500 Haftstrafen. Ich so, wie? Und dann lesen die mir meine Rechte vor, aber richtig undeutlich. Dann habe ich einfach in einem normalen Ton gesagt, ey, könnten Sie das bitte wiederholen, aber deutlicher, weil man das nicht verstanden hat und ich würde gerne meine Rechte kennen. So, weil ich einfach selber auch Cop war. Und dann sagen die einfach zu mir, nein, mach mir nicht. Ich so, wie? Wisst ihr aber. Dann meinten die, nein, wir sind eine Spezialeinheit, wir müssen gar nichts, halt die Fresse, du Wichser und so, haben die mich voll beleidigt. Junge, was haben wir hier gemacht? Ja? Hallo, wir haben was vergessen. Ja? Wir brauchen noch ein Intro. Okay. Du sagst es einfach mal, ich bin der Lenny und ich bin, keine Ahnung, die Content-Maschine oder so. Das ist ja übelst cringe. Ja, schon, aber wir brauchen das. Einfach so jetzt random aus dem Discord rausknallen. Ja, mach. Ich bin der Lenny und ich bin die Kontomaschine, oder was? Perfekt. Nee. Du kannst es nochmal machen, wenn du willst. Oh, okay, pass auf. Ich bin der Lenny und ich habe so einen kleinen Pimmel, dass ich in 5M modde. Oh. Ist das gut? Das ist auch perfekt. Ich nehme beides. Danke. Nee. Doch.